Dysfunktionaler Wahnsinn. Guten Morgen, heute übernehmen Sie einen normalen Zugdienst, allerdings mit einer 766, die vor kurzem einige schwere Defekte hatte. Alle Sicherheitsprüfungen verliefen positiv, sodass Sie sich für diese Fahrt keine Sorgen machen müssen. Wir drücken Ihnen die Daumen. Ja, und damit ein herzliches Willkommen hier auf der neuen Strecke Salzburg-Rosenheim. Und ja, ihr habt es gelesen. Wir haben anscheinend heute es mit einem etwas problembehafteten Steuerwagen zu tun, den wir heute bis nach Traunstein fahren sollen. Dementsprechend werden wir uns hoffentlich, ja, wenn wir hoffentlich dort ankommen mit unserem etwas ledierten Steuerwagen. Bevor wir gleich dazu kommen, werde ich euch noch ein wenig was erzählen. Und zwar, es gibt ja diese Mastery-Herausforderung. Ich habe gerade mal nachgesehen. Wenn man da die Stufe 2 abschließt, dann kann man sich eine wunderschöne Dampflok freischalten, die dann in Prien am Chiemsee zu finden ist. Dafür muss man allerdings beide Herausforderungen, die dort zu finden sind, abschließen, damit diese Dampflok dann freigeschaltet wird. Ich kann euch gerne am Ende des Szenarios das noch zeigen. So, ich würde sagen, wir machen erstmal ein schönes Foto von dem hübschen Steuerwagen und verlassen dann den Fotomodus. Und werden hier mal so langsam unseren Zug aufrüsten und sehen, wie weit wir kommen mit unserem ledierten Steuerwagen. Setzen uns auf unseren Sitz, machen hier mal die Türe zu. Genau. Dann machen wir hier oben noch das Ganze. Bin ich bei der. Nein! Ich wollte doch die. Kann man doch bestimmt irgendwie. Genau, die Sonnenblende will ich runter haben. Damit wir nicht unbedingt bei der Arbeit zusieht. So, dann würde ich sagen, setzen wir uns hin. Wir stecken natürlich als erstes mal den Richtungsfahrschalter ein. Ach, den sollen wir auf neutral stellen. Okay, dann machen wir das. Wir sollen natürlich den Bremsschlüssel einstecken, beziehungsweise auf einstellen. Die Türen verriegeln. Da müssen wir natürlich noch die Zugsicherungssysteme einstellen und Zugspitzensignale. Das Ganze auf Weiß, das müssen wir auch einstellen. Dann müssen wir hier noch die PCB einstellen. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Das lassen wir einfach mal alles so. Und dann sollen wir die Lokbremse auf Fahrt stellen. Da können wir eigentlich auch abfahren. Haben wir denn jetzt hier Zugspitzensignal haben wir ein. Wunderschön. Dann können wir uns hier aus Salzburg rausbegeben mit unserem Steuerwagen. Und schauen mal, wie weit wir kommen mit unserem defekten Steuerwagen. Na komm. Ach. Genau. Ich habe ja noch den auf neutral, da kann es ja auch nichts werden. Ach, das ist das gewesen. Gut, dann versuchen wir das Ganze nochmal. Sorry, das war jetzt meine Schuld. Stimmt, den haben wir ja noch auf neutral stehen. So. Jetzt wird's was. Genau. Und dort der andere RE einfährt. Freien. So, erste Station Freilassing. So, den Scheinwischer sollen wir gleich noch auf Intervall stellen. Das machen wir natürlich. Ein bisschen mehr Leistung aufschalten und auch auf die Geschwindigkeit kommen. Und die Sie-Fahrt drücken, dann stellen wir den Scheinwischer auf Intervall. So, das haben wir auch erledigt, genau. Leistungsregler, ach so, sind wir auf Null stehen. Da fangen die Probleme schon an, glaube ich. Da fangen die Probleme schon an. Jetzt haben wir keine Leistung mehr.
Abwehrleistung. So, 85 soll man erstmal nicht überschreiten, das tun wir ja nicht. So, 60 ist zu kommen. Ne, noch nicht. Wir können uns ja nicht befreien, das heißt, wir bleiben weiterhin unter 85. Haben wir jetzt keine Leistung mehr. Ja, das war wahrscheinlich erstmal auf Null laufen lassen. Das wird sein. So. Genau, dann kommt die Leistung auch wieder. So war's. Das zieht sich aber auch gleich relativieren. Ich bin echt gespannt, wie weit wir mit unserem Steuerwagen kommen. Ob wir überhaupt bis zum Ende kommen, weil der, wie gesagt, ein paar Problemchen hat. Ich sehe gerade, dass wir rot haben. Das heißt, wir können hier schon direkt wieder bremsen. Gleich eh quittieren müssen, dann können wir das Ganze schon mal ein bisschen in Gänge bringen. Mehr wollen wir gar nicht fahren. Ach, deswegen. Ah, okay. Wir haben uns die S-Button geholt. Deswegen haben wir rot. Sehr, sehr nice. So, dann bleiben wir hier mal stehen, würde ich sagen. Dann warten wir mal, bis wir wieder fahren dürfen, bis die S-Bahn weit genug von uns weg ist. Wunderschön. Wunderschön. BR111-067-5. So, wir dürfen, wir schauen uns das Ganze mal an, wie unsere Hütte 111 hier schiebt, lösen die Bremse. Ich würde sagen, dann schalten wir mal ein bisschen auf hier. Wunderschön. Ach, herrlich, wunderschön.
40 nicht überschreiten, das tun wir natürlich nicht. Beziehungsweise jetzt haben wir. Auf jeden Fall noch nicht möglich. Wir sind dann auch gleich schon in Freilassing. Jetzt gehen wir noch was Kilometer. Zeit haben wir ja nicht. Können wir auch ein bisschen gechillter fahren hier. Übrigens, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Chainsaw World 4, der Danny Spitters. Das hat sich am Anfang ein bisschen versäumt. Nehmt es mir bitte nicht übel. Dann schauen wir mal, was hier in Freilassing so passiert mit unserem Steuerwagen. Schön. Da wären wir. So, dann öffnen wir mal die Türen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal aus dieser Perspektive an, würde ich sagen. Ja, die Menschen steigen fleißig ein und aus. Und ich bin gespannt, ob wir denn dann gleich hier vernünftig wegkommen. Unser Ziel Traunstein wirklich erreichen mit unserem kaputten Steuerwagen. Das traue ich noch nicht so ganz. So, auf jeden Fall jemand gute Laune, wie er wird. Aber wir dürfen die Tür verriegeln, das machen wir natürlich. Es scheint, dass die Zug Anzeichen von Mängeln aufweist. Das ist zwar beunruhigend, aber wir glauben, dass sie ihren Dienst wie gewohnt fortsetzen sollten, solange die Mängel nicht zu schwerwiegend oder schädlich werden. Ja, da fängt die ganze Serie nämlich schon an. Dann schauen wir mal, dass wir hier einigermaßen vernünftig wegkommen. So, das heißt, lösen die Bremse. Und können das einmal auf 0. Und dann können wir aber eigentlich auch jetzt aufschalten. Und wenn wir grün, dann können wir auch losfahren. Stellen Sie die Führerstandsbeleuchtung wieder auf aus. Ja, hier fangen die Probleme jetzt schon an. Jetzt macht sich alles selbstständig hier, habe ich das Gefühl. So, 24 dürfen wir jetzt gleich nicht überschreiten. Wir sehen es da oben rechts ablaufen. Was ist jetzt? Zugspitzensignal, auch wieder Zugspitzensignal. Jetzt geht's los hier mit dem Fehlerteufel. Jetzt geht's los hier mit unserem
Geistersteuerer. So, jetzt müssen wir uns erstmal hier befreien. Aufschalten auf 90. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Nächstes Ziel auf jeden Fall Teisendorf. Stellen Sie den Scheinbischof Intervall. Jetzt ist, ich sag ja, der Steuerwagen hat so seine Probleme. Ihr merkt es vielleicht. Das eine Problem nach dem anderen. Nichtsdestotrotz sollten wir ja unsere Fahrt erstmal fortsetzen. Auch wenn hier der eine oder andere Federteufel in unserem Steuerwagen steckt. So, 140. Jetzt los, stellen Sie die Zugspitzensignale wieder auf Zugspitzen. Das ist wirklich, das braucht man beim Fahren. Das braucht man beim Fahren wirklich. Das haben wir ständig irgendwelche ja, Dinge selbstständig machen. Zugspitzensignale, Scheibenwischer, Richtungswender, Fahrtrichtungswender meine ich. Und all solche Dinge. Das ist wirklich, das brauchst du beim Fahren, wirklich. So, mal ein bisschen aufschalten. 160 dürfen wir immerhin. Kommt der Gegenzug. Jetzt los. Stellen Sie die Führerstandsbeleuchtung wieder aus. Leute, Leute, Leute. Er muss, glaube ich, mal in die Werkstatt. Ganz dringend. Stimmt irgendwas mit der Technik nicht. Ah, jetzt haben wir ein Dauermakrofon hier. Ich kriege einen Hammer. Wo denn? Boah, Alter, was geht denn jetzt hier ab, ey? Der Steuerwagen macht sich selbstständig. Spannend, was noch alles passiert. Ich bin ja dafür, dass wir den Zug zumindest den Steuerwagen außer Dienst stellen und uns eine Ersatzlok dranhängen oder wir einfach umsetzen, wenn das gleistechnisch möglich ist und dann den Rest des Weges bis Traunstein mit der Lok fahren, weil hier scheint uns ein Problem nach dem nächsten zu kommen. Was haben wir jetzt die Führerscheinsbeleuchtung wieder an? Gut, das ist ja an sich jetzt auch nicht so schlimm, aber das System will, dass wir das ausstellen. Gut, machen wir das. Oh, wir sollten mal langsam in die Bremse gehen. 10 ist angesagt. So, vor lauter Fehler, Teufel hier auch noch so ein bisschen auf die Strecke achten, auf die Signale, die nicht noch zu schnell sind. Auch noch eine Tanksprüfung kassieren, das wäre nicht so geil. Das ist noch kurz vor dem Bahnsteig. Was hat das denn dazu sagen?
haben wir, glaube ich, die Fehler erstmal so ein bisschen im Griff. Scheint sich im Moment nichts weiter zu tun hier in unserem revidierten Steuerwaffen. Das Einzige, was wir tun sollten, ist noch ein bisschen zu bremsen. Auf 100 kommt das rote Signal, hat sich dann auch aufgelöst. Wunderbar. Oh, das muss man ein bisschen dagegen halten hier. Da stehen wir gleich. 1% Steigerung. Gleich erreicht. Kann man hier auch schon abschalten hier. Muss noch 1,4 Kilometer. Ich glaube, der Schwung reicht, bis wir da sind. Aber hört man, wenn wir die Anlagen schon hier, bis hierhin, das ist ja auch Wahnsinn, oder? Das gab es doch auch noch gar nicht. Wir sind noch einen Kilometer vom Bahnhof entfernt, aber hören schon die Durchsage. Das ist ja absolut Hammer. So, das sollte man hier mal. Genau, das haben wir soweit geschafft. Runter, dass uns gleich der 500 Hertz Magnet in die Karre fährt, haben wir auch keinen Bock drauf. So, ich mal, was der Fahrdienstleiter uns gleich sagt, wenn wir in Teisendorf stehen, ob wir mit dem Fahrzeug überhaupt noch weiterfahren können mit dem Steuerwagen oder ob wir den nicht, wie gesagt, abkoppeln und entweder eine Ersatzlok hinten dran oder unsere Lok umsetzen. Weil schieben ist ja dann nicht mehr möglich. Mangels Steuerwagen. Warum haben wir jetzt keine Leistung? So, ich wollte mir noch nicht am Anfang des Bahnsteigs stehen bleiben, sondern schon ziemlich hier am Zielpunkt. So, dann kriegen wir erstmal die Türen und dann schauen wir mal, was der Fahrdienstleiter sagt zu unserem Fahrzeug, zu unserem Steuerwagen. Wenn überhaupt noch Fahrgäste hier sitzen, ja. Die werden sich bedanken, weil wir hier wirklich abkoppeln müssen. Der Zielanzeiger scheint auch nicht zu laufen. Funktionieren. Naja, wie gesagt, der hat so seine Fehler. Schön, dass ihr es nach Teisendorf geschafft habt. Wir wissen, dass sie einige Probleme hatten. Das Schlimmste scheint aber überstanden zu sein. Sie können ihr Dienst wie gewohnt fortsetzen. Gut, dann haben wir eigentlich nur noch Traunstein jetzt vor uns. Beziehungsweise als nächsten Halt, dann sehen wir zu, dass wir da irgendwie hinkommen. So, schalten wir mal langsam auf. Es gewittert auch noch, es passt alles zusammen heute. So, 15 Kilometer. Was ist das jetzt wieder? Ah, Leute! Ja, von wegen, wir haben das Schlimmste überstanden, ey. Das ist der Hammer.
Wie ist das eigentlich in der Realität, im Vorbild? Wenn so ein Steuerwagen so seine Probleme hat, wird er dann wirklich abgekoppelt und aus dem Dienst genommen und dann entweder eine Ersatzlok angespannt oder halt die Lok umgesetzt, die Schiene, oder wie ist das? Aber wahrscheinlich wird das so sein, dass man je nach Schwere der Probleme dann entscheidet. Also so gehe ich davon aus. Ich habe wohl schon mal gesehen, bei YouTube oder wo das war, da wurde während der Fahrt, also auf einem Abstellgleis, auf einem Nebengleis, dann ein IC-Wagen ausgetauscht, beziehungsweise abgekoppelt. Der wurde dann außer Dienst genommen. Und ja, das hat natürlich seine Zeit gedauert. Aber es wurde tatsächlich schon mal so gemacht. Und von daher stelle ich mir das schon so vor, dass wenn wirklich mal ein Steuerwagen oder irgendein anderer Wagen ein Problem hat mit festsitzenden Bremsen oder irgendwie was, kann ja alles sein, dass der dann wohl während der Fahrt, wenn es irgendwie möglich ist, außer Dienst genommen wird. Also so stelle ich mir das vor. Ja, ihr könnt mich gerne in den Kommentaren verbessern, wenn ich da irgendwie falsch liege. Von gleich 110, dann sind es noch gute 12 Kilometer bis Traunstein. Dort wird der Zug dann wahrscheinlich eh außer Dienst genommen, beziehungsweise der Steuerwagen auf jeden Fall. So, entweder wird er dann ersetzt durch einen anderen Steuerwagen oder es kommt halt zum Sandwich, sodass vorne halt noch eine andere Lok dran geschoben wird, dran gefahren wird und ist dann die Reise wahrscheinlich bis Rosenheim oder wo auch immer dieser Zug noch hin will. Dann ja, die Reise fortsetzen, aber wahrscheinlich ist in Traunstein eh Schichtende, beziehungsweise Endstation. Das hat er ja sowieso als Ziel, auch wenn wir das hier irgendwie nicht einstellen können. Warum auch immer, also wir haben auch ein Problem mit unserem Zielanzeiger anscheinend. Der scheint es nämlich auch irgendwie hinter sich zu haben. Ihr seht, ich kann hier nichts machen. Also der scheint es auch definitiv hinter sich zu haben. So 110, gleich 130. Was auf jeden Fall nicht defekt ist, ist die Sichtbar. Die tut es auf jeden Fall, wie man hört. Also, ja gut, das ist einerseits auch schon wieder erfreulich, weil wenn die Sichtbar überhaupt die Zugsicherungssysteme defekt hätten, ich glaube, dann dürfte der Zug auch gar nicht fahren. Zumindest nicht im Personendienst. Ich glaube, dann dürfte der gar nicht fahren, weil das ja schon sehr sicherheitsrelevante Punkte sind, und wenn die nicht funktionieren, dann ist das Fahren ja lebensgefährlich. Einmal für den TF, für die Menschen, die im Zug sitzen, und für alle anderen, die auch auf der Strecke unterwegs sind. Ich glaube, dann dürfte der Zug gar nicht fahren, wenn irgendwelche sicherheitsrelevante Systeme irgendwie defekt sind, PZB, SIFA, LTB. Ich glaube, dann dürfte der gar nicht fahren. Ich glaube, wenn die LTB defekte wäre, also jetzt sagen wir mal bei einem Fernzug, der hier fährt, dann dürfte der halt nur 160 fahren, ja. Weil ja bis 160 die PZB greift, und alles, was über 160 ist, da ist ja normalerweise dann auch die LTB für zuständig. Und wenn die halt defekt ist, dann dürfte der Zug, glaube ich, gar nicht über 160 fahren. So stelle ich mir das auf jeden Fall vor. So, was haben wir denn jetzt noch? 8,6. Ja, ist jetzt auch nicht mal zu weit. Haben wir die Fahrt geschafft mit unserem defekten Steuerwagen, der hier und da seine Probleme hat, wo alleine das Zugspitzensignal ausgeht, wo alleine die Scheibenwische ausgeht, wo alleine das Makrofon ausgeht, beziehungsweise betätigt wird, dauerhaft betätigt wird. Wohlgemerkt, und ja,
wie gesagt, der hat so seine Probleme. Unterschalten hier. Weil nämlich 110 Zug bei Martin ist. So. Mittels der Steigung ist eine Bremse eigentlich gar nicht nötig. Das macht den Zug schon von ganz alleine. Und dann wieder 130 und war schon fast da. Schalten wir nochmal auf. Ja, ich schalte nochmal auf. Komm, das soll der Geiz. Güterzug. Also wie gesagt, wenn ihr da diese Dampfeisenbahn sehen wollt, in Schien am, Chiemsee, da müsst ihr die komplette Mastery-Herausforderung für diese Strecke erfüllen. Wie gesagt, ich zeige euch das dann gleich noch. Und für alle, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben, der Zeitpunkt meiner nächsten oder meiner Auftaktreise zum Spotting Day 2024 steht fest. Zugtickets sind gekauft, alles ist gebucht, sodass es dann im kommenden Monat losgehen kann. Genauer Tag werde ich kurzfristig bekannt geben. Eins kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, es ist ziemlich am Anfang des Monats April. Das kann ich auf jeden Fall schon mal versprechen. Welcher Tag genau, werdet ihr auf jeden Fall noch mitbekommen. Ich möchte das nur mich jetzt im Vorfeld schon bekannt geben, weil aus verschiedenen Gründen. So, wir haben ja auf jeden Fall sehr viel Kreditverkehr. Das freut mich natürlich. Was wir auch haben, ist jetzt gleich 90. Deswegen sollten wir hier mal ganz schleunigst bremsen. Jetzt haben wir nämlich gleich eine 20. So, ich glaube, das haben wir geschafft. Sicherheit. Und da sind wir schon in Traunstein, das Ende unserer Reise. Ich hoffe, die Kollegen kümmern sich dann gleich darum, dass der Steuerwagen entfernt wird und dann sich in die Werkstatt gibt, weil irgendwas hat der. Wunderschön. Da wären wir.
Es scheint, als müssten wir hier abbrechen. Sie haben die Situation gut unter Kontrolle gehalten, aber wir haben entschieden, dass es zu gefährlich ist, diese Einheit weiterfahren zu lassen. Wir schicken eine Abschlepplokomotive los, um die Einheit zu bergen, alle Fahrgäste aussteigen zu lassen und den Tag zu beenden. Ja, das habe ich mir nämlich fast gedacht, dass hier jetzt Ende Gelände ist, weil der Steuerwagen doch eine erhebliche Defekte hat und deswegen müssen hier leider alle Fahrgäste aussteigen. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund eines Defekts an unserem Steuerwagen müssen leider alle Fahrgäste an dieser Haltestelle hier in Traunstein aussteigen. Sie werden entweder in einem Ersatzzug weiterreisen können oder im SEV Schienenersatzverkehr. Wir bitten um Verständnis. Leider müssen hier alle Fahrgäste aussteigen aufgrund eines Defektes an unserem Steuerwagen. Eine Weiterreise ist unter diesen Umständen nicht mehr gefahrlos möglich. Deswegen bitten wir alle Fahrgäste hier an dieser Haltestelle hier in Traunstein auszusteigen und sich über Lautsprecher Durchsagen an weitere Informationen zu halten. Wir bitten dies Ganze zu entschuldigen, aber es ist leider nicht gefahrlos möglich. Wir bitten um Ihr Verständnis und wünschen Ihnen trotzdem noch einen schönen Tag. So. Was haben wir jetzt noch zu tun? Die Türen verriegeln. Ja, und dann endet dieser Tag hier. Würde ich mal sagen. Schön, dass Sie es nach Teisendorf geschafft haben. Wir wissen, dass Sie einige Probleme hatten. Das Schlimmste scheint aber überstanden zu sein und Sie können Ihren Dienst wie gewohnt fortsetzen. Wir sind in Traunstein und sollten unseren Dienst beenden. Jetzt spinnt der auch. Jetzt spinnt schon der Fahrdienstleiter. Was geht denn jetzt hier überhaupt an? Na, irgendwas ist doch hier total kaputt. Wir waren überhaupt nicht in Teisendorf. Wir waren in Traunstein jetzt aber. Komm, es ist eh wurscht jetzt. Ist wirklich Wahnsinn, ja, es ist wirklich Wahnsinn. So, das Ganze haben wir aber leider nur mit Silber abgeschlossen, warum auch immer. Naja, ist halt so. Das Ganze haben wir auf jeden Fall beendet, haben benötigt 36 Minuten 24, haben eine gefahrene Distanz von 35,06 Kilometer und eine gelaufene Entfernung von 106,39 Meter. Das war es auf jeden Fall mit diesem Szenario. So, jetzt wollte ich euch ja noch zeigen, wie das Ganze mit der Mastery zustande kommt. Das zeige ich euch noch kurz. Was ich da meine. Ich habe das auch noch nicht beendet, also ich habe das nur zufällig gesehen. So, ihr geht hier natürlich auf Live, geht dann hier auf Meisterschaft. Ganz wichtig, ihr müsst hier das verbunden haben, sonst funktioniert es nicht. So, dann geht ihr hier auf diese Strecke. Und da müsst ihr hier beide Tiers, also beide Herausforderungen abgeschlossen haben. So, wenn ihr das beendet habt, beziehungsweise könnt ihr mal hier runtergehen, dann seht ihr hier schemenhaft diese Dampflok. A steam train can now be found at Preen am Chiemsee. So, dafür müsst ihr auf jeden Fall beide Tiers hier komplett erledigt haben. Ich müsste jetzt hier noch, wie gesagt, das habe ich. Da habe ich jetzt einen beendet, da müsste ich jetzt noch ein zweites Szenario fahren, dann hätte ich das vollständig. Und Tier 2 weiß ich noch nicht, was wir da machen müssen. Dafür müsste ich erst das erste beenden. Auf jeden Fall, wie gesagt, ihr müsst beide beenden, damit ihr hier alle Belohnungen kriegt und am Ende dann auf jeden Fall hier diese Dampfeisenbahn, die ihr dann im Prien am Chiemsee sehen könnt. Ob ihr damit fahren könnt, glaube ich nicht. Aber auf jeden Fall steht sie dann da. Und ich kann euch dann zeigen, noch mal kurz, wo ihr die dann findet. Wir müssen erst noch raus hier. Gehen mal hier drauf, gehen mal hier drauf, gehen mal hier drauf, gehen mal hier drauf. Dann gehen wir mal zu Fuß, gehen mal auf. Dahin. Dann zeige ich euch mal, wo ihr das findet. Also, wenn ihr das beides erfüllt habt, wo ihr die Dampfeisenbahn dann findet. Und zwar geht ihr dann einfach hier. Ihr landet ja dann hier, so wie ich auch. Geht dann einfach geradeaus. Und dann steht hier Prien am Schiebensee Dampfeisenbahn. Dann geht ihr hier runter. Geht bis zum Ende durch, hier hoch und hier steht sie dann, wenn ihr das beides erfüllt habt, wohlgemerkt, also ich habe das ja wie gesagt auch noch nicht und hier steht sie dann, hier könnt ihr sie dann begutachten, wenn ihr das Ganze erfüllt habt. Ich müsste jetzt noch ein Szenario fahren, um das Ganze zu, auf jeden Fall den ersten Punkt, die erste Herausforderung zu beenden. Und dann müsste ich das noch zwei Szenarien, beziehungsweise noch zwei, noch ein Teil fahren, beziehungsweise beenden, damit der Zug dann dort steht. Ja.
Das ist auf jeden Fall die Herausforderung, die ihr dafür erledigen müsst. Ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht ihr mal gar nichts. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit, habt ein schönes Wochenende, beziehungsweise noch einen schönen Sonntag. Es ist ja bereits wieder Sonntag. Warte mal, ich habe mal was vor. Ich habe mal kurz was vor. Versuchen wir das doch einfach mal. Versuchen wir das doch einfach mal. Versuchen wir das doch einfach mal. So. Machen wir jetzt die beiden Türseiten verriegelt. Ja, gut. Können wir loslegen. Das muss noch eine Route legen vielleicht. Das wäre vielleicht angebracht. Wo sind wir denn jetzt? Hä? Okay, das steht komplett außerhalb. Geht denn jetzt hier ab? Egal, wir fahren einfach mal. Fahren wir denn jetzt nicht? Was ist jetzt hier das Problem? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall können wir da nicht von der Stelle, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil wir da außerhalb sind irgendwie, da ist nichts mehr. Ihr seht es ja. Ist gar nicht dargestellt, wo wir stehen. Vielleicht deswegen.
Naja, lassen wir das Ganze. Auf jeden Fall, dort findet ihr dann die Dampfeisenbahn. Und wie gesagt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir mal gar nichts. Passt auf euch auf. Euer Danny Spieters. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.